Marschlande ist ein Beispiel vieler Romane, die ich dieses Jahr gelesen habe, wo es um Frauen geht, die mit Mitte 30, Anfang 40 ihr Leben nochmal auf den Prüfstand stellen, sich fragen, ob sie dort sind, wo sie sein wollen, ob das Leben so ist, wie sie sich das vielleicht mal vorgestellt haben und wie es vielleicht so gekommen ist, dass sie ein Leben leben, von dem sie sich eigentlich vorgestellt hätten, dass es sie so nie treffen würde. Wir sind parallel zu dieser Geschichte in den Hamburger Marschlanden in der Gegenwart noch in der zurückliegenden Vergangenheit bei der letzten Hexenverbrennung. Und ein bisschen plakativ könnte man sagen, seitdem ist nicht so viel passiert. Allerdings ist dieses Buch ganz weit davon entfernt, ein feministischer Roman zu sein. Es geht einfach darum, was ist Selbstbestimmung? Wie können patriarchale Strukturen einfach das Leben von Frauen bis heute beeinflussen? Und das kommt überhaupt nicht mit der Brechstange daher. Es ist einfach eine interessante Geschichte, auch über diese Abelke Blekin. Und wirklich auch ein tolles Geschenk für alle, die eigentlich sagen, sie haben keinen Bock auf ein feministisches Buch.